Internet. Hier ist wieder Bengtzack für euch und willkommen zu meiner One Piece Kapiteldiskussion zu Kapitel 972. Ja, ich probiere jetzt mal einfach aus, wöchentlich One Piece Kapitel zu besprechen, mit euch, für euch, das mit euch gemeinsam zu diskutieren. Und wir werden mal schauen, ob ich das durchhalte. Ich habe da Bock drauf, ich möchte einfach viel mehr One Piece Content machen. Und hey, wenn ich es nicht zeitlich schaffe, guten One-Piece-Content zu machen, dann greife ich halt darauf zurück und mache das, was alle anderen auf YouTube auch machen und mache einfach sowas hier wie das jetzt. Nichtsdestotrotz, Kapitel 972. Krasser Scheiß geht da ab. Moment, ich mache euch mal eben hier das Kapitel an. Tada, da ist es. So, keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt, aber ihr könnt mittlerweile One-Piece völlig legal, völlig kostenlos bei Manga Plus von Shueisha lesen. Das ist der Shit. So, ihr müsst nicht mehr auf irgendwelchen illegalen Scanlation-Seiten rumgurken, die euch One Piece ganz schlecht übersetzen. Nein, ihr könnt jetzt ganz legal, ganz gratis auf der englischen Seite von Shueisha halt jede Woche das neue One Piece Kapitel und auch die Kapitel von allen anderen Serien, die in der Shonen Jump erscheinen, lesen. Und das ist ziemlich geil. Und das ist auch wirklich die professionelle, offizielle Übersetzung. Falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. So, Kapitel Bild. Wir haben einen Color Spread von Oda bekommen. Und das ist eine Kooperation mit den Werbungen Hungry Days von Nissin Cup. Keine Ahnung, ob ihr es schon mal gesehen habt. Aber es gibt in Japan jede Menge Werbungen, die quasi die One-Piece-Charaktere in normalen Alltagssituationen zeigen. Also da sind das alles Highschool-Schüler und die erzählen so in ganz wenigen Sekunden oder in ganz wenigen Minuten den ein oder anderen One-Piece-Arc nochmal neu nach, nur halt in einem anderen Stil und machen dabei halt Werbung für Instant-Nudelsuppe. Ja, ist in Japan, dem Land der Ramen, ein großes Ding. Und Nissin ist ein riesiger Konzern und die haben halt echt die Kooperation mit One-Piece gemacht. Und hier sieht man das einmal in Odas Stil, Ruffy gezeichnet und die Strohhutbande und daneben halt den Ruffy in dem Stil aus dieser Nissin Cup Hungry Days Werbung und im Hintergrund sieht man dann auch nochmal die ganzen Strohhüte in diesem anderen Stil. Und was ich ziemlich cool finde ist, man sieht hier zum Beispiel, dass Brook, der eigentlich nur ein Skelett ist, dass der in der Werbung halt ein total abgemagerter Kerl ist so. Das ist so ein nice Touch, so Chopper, hier sieht man ihn auch so quasi als normalen Menschen, als jungen Jugendlichen und das ist echt cool. Also falls ihr die nicht kennt, checkt die mal aus, sind wirklich krass gut animiert. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, es geht ja um das One Piece Kapitel. Da haben wir einige Sachen drin, die richtig nice sind. So, wir sehen, die Exekution von Oden ist im vollen Gang und because of reasons hören die Leute auf einmal auf Shinobu eine random Shinobi, die auf einmal hier sagt von wegen, ja, der Kaido, der hat euch beschissen und Orochi auch, das sind alles blöde Wichser und Oden ist der Einzige, der für euch eingestanden hat und ich finde es ein bisschen dolle konstruiert, dass die dem das auf einmal alle abnehmen, weil das ist einfach eine random Person, die das mal eben so sagt und vorher haben sich alle über den lustig gemacht und über den aufgeregt und nur weil die jetzt sagt, dass er ein tougher Typ ist, glauben sie ihr das. Aber sei es drum. Was ich mich hier frage ist, ob das nochmal beleuchtet wird, ob diese Ninja, die halt aus dem Clan sind, die Orochi unterstellt sind, ob die jetzt tatsächlich schon immer in Wano waren und ob das nur Sackgesichter sind, dass sie sich auf seine Seite stellen oder ob er die oder Kaido auch irgendwie angeschleppt hat. Aber dadurch, dass er Shinobu kennt, impliziert das eigentlich, dass sie schon immer in Wano waren. Und das finde ich ein bisschen strange, aber gut, dann sind das anscheinend einfach irgendwelche Sackgesichter ohne Rückgrat. Also Oden ist hier krass am Beulen im Topf voller Öl. Wirklich krasse, coole Idee von Oda, dass er das so macht, dass er so seinen Tod und seine Exekution inszeniert. Gefällt mir echt gut. Ich meine, das ist wieder so ein ich nenne es mal ein Kagara-Moment, wo du einen Typen hast, der einfach auf komplett alle Gesetze der Physik scheißt, weil Oda das gerade so möchte. Und einfach mal Dinge vollbringt, die kein normaler Mensch selbst in der One-Piece-Welt eigentlich nicht vollbringen kann. Er ist halt in diesem Topf mit kochendem Öl, wird da lebend frittiert oder halt eben nicht, weil er einfach sich dagegen stellt und hält halt seine gesamten Vasallen, seine
ja, seinen untergebenen Samurai hält er schützend nach oben. Also mega krass, finde ich cool. Hebt ihn in so einen Rang wie von so einem Kagara oder so halt rein, was die One Piece Story betrifft. Und es ist halt offensichtlich, spätestens jetzt hat er es dann auch mal verstanden, dass er damit nicht durchkommt. Er sagt ja auch hier, sie werden mich eines Tages töten, das ist ganz klar. Und was ich so ein bisschen nicht verstehen kann, ist, warum hat denn Oden sich überhaupt auf diesen Plan eingelassen? So, dem musste doch klar sein, dass das so ausgehen wird oder dass das halt nicht gut ausgehen wird. Ich meine, er schafft es tatsächlich, diese Zeit, diese eine Stunde zu überleben und der krasseste Motherfucker in ganz Wano zu sein, nur um dann natürlich trotzdem von denen verarscht zu werden und halt trotzdem exekutiert zu werden. Wieso ist ein Typ, der nicht nur mit Whitebeard gesegelt ist, sondern auch mit fucking Gold Roger so gutgläubig? Ich meine, das könnte man jetzt auch als seine Schwäche tatsächlich ansehen, dass er derjenige ist, der auf einmal wirklich vertrauensselig geworden ist und total naiv ist und halt unüberlegt handelt, so wie es schon immer war, dass das wirklich seine Schwäche ist, dass er sich deswegen auf diesen dämlichen Deal eingelassen hat. Aber ich hätte es eigentlich logischer gefunden, wenn er einfach im Kampf gegen Kaido gefallen wäre. Aber tatsächlich haben wir ja auch im letzten Kapitel gehört, dass Kaido sagt, ey, hätte Oden direkt gegen mich gekämpft mit seinem Mann, dann wären wir überrannt worden, dann hätten wir keine Chance gehabt. Und deswegen haben sie das ja halt ausgesessen und Kaido hat sich seine Armee Stück für Stück aufgebaut und jetzt können sie die halt nicht mehr überrennen. Und das wirkt auf mich so ein bisschen dolle konstruiert. Ich weiß nicht. Also auf der einen Seite finde ich cool, wie sie hier alle fliehen und wie sie sich losreißen und sich quasi für die Sache quasi opfern oder unter Tränen halt fliehen und sie zulassen, dass Oden sich opfert. Jeder erinnert sich nochmal so an die Momente, die er mit ihm hatte. Also typisches One Piece Ding, so die Tränen in Wasserfälle kommen. Das ist, finde ich, ganz cool. Typisch One Piece. Und dann finde ich besonders cool dieser Moment hier, wo Kaido dann da sitzt und zu ihm einfach nur sagt, hey, weißt du was, du bist ein richtig krasser Typ, aber sorry, dass das jetzt so läuft. Er schießt ihm dann in den Kopf. Das ist etwas, was wir, glaube ich, ewig nicht mehr gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal, dass dem One-Piece-Charakter in den Kopf geschossen wurde, war bei Belmare, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und er sagt halt von wegen, hey, trotzdem so das Ehrending, tut mir leid, dass es für dich so gelaufen ist. Ich habe die Alte umgebracht, die Transfrucht von Mr. Two hatte. Wir kriegen halt einfach so sau viele Informationen in dem Kapitel. Und das Ding, was Oda hier macht, er heißt halt Oden und Oden ist ja der Name für diesen Eintopf. Und das ist so Odas typisches Wortspiel-Ding. Er sagt so, Oden, der Typ, der immer den Eintopf gegessen hat und der Eintopf heißt, wird in den Topf geschmissen und selber zu Eintopf gemacht. Er schießt ihn, er sinkt in das Wasser hinab und man sieht ihn nochmal, er ist quasi auch mit einem Grinsen im Gesicht gestorben. So wie Ace das gemacht hat, so wie Gold Roger das gemacht hat. Er schließt sich quasi an diese Charaktere mit an. Das ist alles so das typische One Piece Ding, was man so kennt. Was hier aber richtig krass interessant ist, ist, dass diese Szene hier die gesamte Vergangenheit und die gesamte Zukunft von One Piece foreshadowed. Das ist krass. Er sagt halt hier, es wird 800 Jahre dauern, oder seit 800 Jahren warten wir auf eine bestimmte Person, dass die kommt. Und das wurde prophezeit, dass es eine riesige Schlacht kommt und nur diese eine Person, die kann hier quasi, wenn ihr so wollt, die Welt retten. Und das ist halt fucking Ruffy. So, das wurde schon lange angedeutet, das wurde gemacht immer mit den Vergleichen zwischen Ruffy und Gold Roger und dann mit Ruffy und Joy Boy. Und jetzt kriegen wir im Prinzip schon das Foreshadowing und die Bestätigung, ja, okay, es kommt nochmal eine gigantische Schlacht, ein Marineford 2.0, wenn ihr so wollt. Und vielleicht geht das tatsächlich von Wano aus. Oda setzt hier wirklich alles daran, mit Wano den krassen, gigantischen Arc zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen tatsächlich, dass er von Wano aus komplett ins Finale geht von One Piece. Weil er deutet das jetzt hier echt schon krass an. Ne? Er sagt halt, 800 Jahre hat die Welt gewartet auf eine Person. Nur die kann uns retten und die kann auch Wano retten, das Land. Und übrigens, der Grund, warum damals die Grenzen von Wano zugemacht wurden, war halt der große Feind, den es vor 800 Jahren gab. Was wir ja wissen, dass das die heutige Weltregierung in der Welt von One Piece ist. Und es ist klar, dass
dieser Wano-Konflikt jetzt mit dem Konflikt, den Ruffy oder die Piraten gegen die Weltregierung führen, der ist jetzt damit komplett miteinander verwoben. Es kann nicht mehr sein, dass es heißt, der Posten des Piratenkönigs ist eine separate Sache und dann geht es gegen die Weltregierung. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das gehört beides an sich komplett zusammen. Und das macht Oda im Prinzip in diesem Kapitel klar, wenn er mich fragt. Und ja, es sieht ganz danach aus, als wäre damit der Flashback vorbei, denn hier steht halt, dass die Story jetzt in der Gegenwart weitergeht. Und ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt. Also, es gibt immer noch so viele Fragen, die ich aus Wano habe. Jetzt ist der Flashback vorbei und wir haben immer noch keine Bestätigung, dass Denjiro und Koshiro, der Meister von Zorro, eine und dieselbe Person sind. Wobei ich das einfach ziemlich obvious finde. Was mich immer noch stört ist, dass Kumurasaki ja die Schwester von Momonosuke sein soll und es gab damals keinen richtigen krassen Reveal, nicht so One Piece-technisches Bam, so tada, das ist jetzt die Auflösung, es wurde so beiläufig erwähnt und ich finde, das passt nicht zusammen. Ich finde, Kumurasaki ist vom Charakter so krass anders als Momos Schwester tatsächlich, dass ich irgendwie nicht glauben kann, dass die eine und dieselbe Person sind. Lustig oder interessant ist es, dass Oda natürlich genau jetzt, wo Toki ihre Zeitreisefähigkeiten einsetzen würde, um ihre Kinder 20 Jahre in die Zukunft zu schicken, einen Cut macht. Er könnte das ja rein theoretisch zeigen. So, wenn nicht jetzt, wann dann? Er ist jetzt gerade beim Flashback. Trotzdem entscheidet er sich dazu, nicht zu zeigen, wie Momo in die Zukunft geschickt wird. So, und das ist schon ziemlich... Das macht mich so ein bisschen misstrauisch. Weil ich habe so die Vermutung... wir haben so ein paar Kapitel vorher gesehen, dass Toki diese Beinwunde hatte. Wenn er nochmal ein oder zwei Kapitel zurückspringt, dann könnt ihr das sehen. Das wurde ziemlich groß gemacht und dann war Oden halt angepisst. Und deswegen ist er eigentlich ja erst losgelaufen und hat gesagt, okay, jetzt knüpfe ich mir Kaido und Orochi vor. Ich habe so im Gefühl, dass es da noch irgendeinen Twist geben muss. Dass wir alle denken, das ist so. Und dann kommt Oda und sagt so, ah, übrigens, Toki ist gar nicht tot. Toki ist in Wirklichkeit Kumurasaki oder sowas. Und ja, es muss da noch irgendeinen Twist geben. Ich habe bis zu diesem Punkt habe ich echt gedacht, dass Oda das vielleicht so macht, dass alle denken, dass Oden gestorben ist. Und er ist gar nicht gestorben, sondern dass der noch irgendwie insgeheim von Kaido irgendwie all die Jahre gefoltert wird und dass der noch gar nicht tot ist. Sowas hatte ich gedacht. Aber mit dem Kapitel, was wir jetzt gesehen haben, ist es eigentlich ziemlich obvious, dass der Typ wirklich tot ist. Und wo das als Reveal oder als Tusch-Moment, sage ich mal, raus ist, denke ich, muss es da irgendwie noch eine Verbindung geben zu den Charakteren, die jetzt in der Gegenwart sind, noch am Leben sind. Also ich glaube, Toki ist noch da und wenn sie am Start ist und Wano vorbei ist, die gesamte große Schlacht und so weiter, dann ist Toki wahrscheinlich diejenige, die der Strohhutbande erzählt, was vor 800 Jahren los war. Und dann kennen wir endlich die wahre Geschichte. Wartet's ab. Ich bin trotzdem noch so ein bisschen zwiegespalten, was den generellen Wano-Arc angeht. Auf der einen Seite finde ich das cool, was passiert. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen strange. Wie gesagt, das, was ich gerade angesprochen habe mit Oden, wie er sie hier benommen hat. Also das wirkt so ein bisschen erzwungen, finde ich. Und ich hätte es cooler gefunden, wenn er im Kampf gegen Kaido gefallen wäre. Weil ihm musste halt klar sein, dass das, was er da versucht hat, nicht fruchten kann. Und ich weiß noch nicht, Also ich bin im Prinzip im Hype, weil ich mir denke, Oda wird uns alle noch krass überraschen. So. Viele, glaube ich, sind mit dem Kapitel und mit dem, was auf Wano so passiert, gerade nicht zufrieden. Aber durch dieses Kapitel bin ich jetzt echt gehypt, weil es auf einmal heißt, so von wegen, ey, Prophezeiung und Ruffy wird kommen und dies und das und jenes. Du hast einfach so das Gefühl, es bewegt sich endlich mal was. Ne? Es bewegt sich endlich mal was. Ja, das war jetzt absolut nicht geskriptet. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt frei von der Leber weggeredet. Ist objektiv betrachtet ein schlechtes Video, ganz klar. Ich will eigentlich nicht solche Videos machen. Aber hey, wenn YouTube das so will, dann gebe ich mich dem mal hin und gebe mich mal geschlagen und mal gucken, wie das läuft. Mich würde es interessieren, was ihr von dem Kapitel haltet. Wir können gerne unter dem Video diskutieren. Schreibt mir mal eure Meinung da rein. Und das nächste Kapitel kommt am 1. März. Sind wir gespannt. Und dann wird es wieder ein kurzes Video geben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschö mit Ö. Hauen Sie, bauen Sie. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.